Leute, weiter geht's bei Pokémon Violet. Seit dem letzten Part ist eine Menge Zeit vergangen und deswegen weiß ich auch nicht mehr genau, wo ich stehen geblieben bin, aber ich weiß, dass hier irgendwo ein Kampf stattgefunden hat, den ich nicht meistern konnte. Ja, in dem letzten Part ist allgemein viel passiert, ich erinnere mich, die ganzen Shinies und so weiter, aber nun ist es Zeit, gegen dich erneut anzutreten. Ich habe bereits zwei Arena-Ordnerungen. Was kannst du mir also entgegensetzen, hä? Ja, beim letzten Mal war es nicht allzu viel, ich geb's ja zu. Okay, Serena. Du beginnst mit Dratignis, genau. Und ich mit Seeskull. Hallo Seeskull, schön dich wiederzusehen. Es ist eine ganze Weile her, wie gesagt, seit der letzten Aufnahme. Aber ich denke, das sollten wir schon irgendwie hinkriegen. Genau, du sagst es. Gut. Dann ein Blanas. Das sollte dann Glutexo machen. Genau, Funkel, Funkel. Haha. Ja. Jetzt sollten unsere Pokémon definitiv... Oh Gott, sind viel zu stark. Mogelhieb, ja, leck mich. Viel zu stark. Naja, was soll's. Dann können wir uns vielleicht irgendwann das Training dann später sparen. Warum habe ich sie auf Level 25 trainiert? Kommen jetzt noch stärkere Pokémon bei diesem Gegner? Tyrakrok. Ja, das Vieh war stark. Und gegen dich würde ich gerne Mehikel einsetzen. Haben wir jetzt, glaube ich, auch eine Shiny-Variante, oder? Ja, ist der Fall. Sehr gut. Okay, Tyrakrok. Du hast Level 18. Ja, aber du warst viel zu stark, verdammt nochmal. Rasierblatt, würde ich sagen. Ha, verbraucht keine AP. Und Rasierblatt, Mehikel. Erledige das Tyrakrok. Seht ihr, was ist das? Macht kaum Schaden. Oh Gott. Es macht kaum Schaden. Das könnte jetzt ein Problem werden. Das könnte jetzt halt echt ein Problem werden. Ja, es wird ein Problem. Scheiße. Gleich kommt ein Eishieb. Und dann war es das bereits wieder mit Mehikel. Das finde ich überhaupt nicht so cool. Komm schon, Rasierblatt hat doch eine hohe Volltrefferchance, oder? Lass mal sehen. Das war kein Volltreffer. Jetzt kommt noch ein Trank. Aber nur ein normaler Trank. Das ist okay. Das ist okay. Und eventuell kommt jetzt der Crit. Komm schon, Mehikel. Warum kein Crit? Okay, was jetzt? Nochmal ein Trank. Serena, worauf bereitest du dich hier gerade vor? Meine AP geht nicht zur Neige, keine Sorge. Ja, da kommt der Eishieb. Das war's für Mehikel. Fuck! Ja, war klar. Scheiße, verdammt! Okay. Was mache ich jetzt am besten? Seeskull. Ja. Ich denke, da Tyrakrok am wenigsten zu melden. Ich könnte auch den Drachentanz einsetzen, aber ich denke, ich versuche mal Konfustrahl. Kaskade, ja. Shit! Tut auch weh. Tut auch weh. Ja, aber es geht. Es geht. Rückstoß, warum? Hä? Warum ein Rückstoß? Bei Kaskade, verstehe ich nicht. So, auf jeden Fall ist das Vieh jetzt verwirrt. Und ich denke, ich sollte auch angreifen, bevor ich mich heile. Komm, triff dich selber. Dann war's das nämlich. Natürlich kommt der Angriff durch. Shit. Aber... Ja, jetzt kommt natürlich der Volltreffer. Scheiße, verdammt. Was ist denn los? Wir haben ein Problem. Kielia, ich glaube, das musst du richten hier. Ja, Sturzbach. Konfusion, komm. Triff dich selber? Ey, warum triffst du dich nicht selber? Bist du scheiße? Ey, nee. Das gibt's doch jetzt nicht. Aber immerhin ist Tyrakrok auch besiegt. Gut. Glutexo, du musst noch mal ran. Shit, verdammt, das gibt's doch einfach nicht. Was kommt jetzt noch? Kadabra. Okay, mit dem Kadabra sollte Glutexo eigentlich klarkommen. Metallklaue. Und? Ja, weniger Schaden aus... Oh Gott, der Fokusstoß. Oh, verdammte Lebenorb hier. Okay, das ist echt ein sehr starker Gegner. Besonders Tyrakrok war nicht ohne. Oh mein Gott. So, aber wir haben Serena besiegt. Huch, du bist recht stark, Junge. Ein Trainer wie mich zu besiegen, erfordert Talent. Ja, oder extrem überlevelte Pokémon. Ja, klasse. Klasse, Teleport. Ja.
Wohin werde ich jetzt teleportiert? Hierhin. So, geheilt, danke. Und wo bin ich denn jetzt? Genau, ich muss wieder zurückfliegen. Und dann bin ich wieder hier. Dann muss ich wieder den ganzen Weg weiterrennen. Ich frage mich, ob jetzt immer noch so viele Shinies kommen oder ob da wirklich das Spiel kaputt gewesen ist. Oder ob es wirklich daran liegt, dass ich das Ei des goldenen Altarias verschmäht habe. Was? Was? Moment. Was? Was ist das für ein Eingang? Sieht komisch aus. Einfach da irgendwo, wo der Schatten ist, ach so, verstehe. Okay, Sylvania-Wald. Warum sehen die Steine so komisch aus? Die glänzen. Der hier auch, aber scheinbar uninteressant. Willst du kämpfen? Wenn man immer weiter westwärts läuft, erreicht man irgendwann eine Wüstenregion. Nur einige Wegstunden entfernt, aber erreicht man Cascada, die Stadt der reinen Wasserquellen. Okay. Was mit dir? Der wichtige Titus wird vom Ältesten der Top 4 regiert. Ach so, ja, da war ja was. Ja, ich muss jetzt wieder ein bisschen in die Story reinfinden. Weil, wie gesagt, ich habe lange keine Zeit mehr gehabt, um zu spielen. Kugelsaat. Kugelsaat. Könnte interessant sein. Hier bitte öffnen. 15. Ja, nee. Ich glaube nicht. Warum komme ich hier nirgendwo lang? Was übersehe ich jetzt gerade? Ah, da, ach so, da geht's weiter. Ach so. Was ist jetzt? Ah, die Typen. Wir müssen uns beeilen. Rin wartet sicher schon im Wald. Naja, sie kann launisch werden. Los jetzt. Shit, da komme ich nicht weiter. Ich habe keinen Zerschneider. Glaube ich. Oder? Muss mal kurz mein Team durchgehen. Du trägst Giantenschal, du kannst das hier. Du kannst das hier, du kannst das hier, das hier. Ja, und das Kramwurks. Das werden wir dann wieder vertauschen. Ja, daran erinnere ich mich zum Glück noch. Was ist denn mit dir? Mia, die Arena-Leiterin dieser Stadt, kümmert sich um den Sylvania-Wald. Das ist schön für sie. Hat sie bestimmt Pflanzen-Pokémon. Eine Legende nach Ruth. Im Sylvania-Wald ein Pokémon, das durch die Zeit reisen kann. Spannend, nicht? Wald, Zeitreisen, Celebi vielleicht? Hä? Könnte doch sein. Was willst du? Nee, Pikachu. Ich trainiere mein Pokémon, um mir herauszufordern. Das ist schön für dich. Wow, die Stadt ist größer als erwartet. Ja, Sylvania. Was? Die Stadt der Natur. Aha. Diese Stadt wurde im Wald errichtet und sie ist fast nur aus Holz gebaut. Umweltfreundlich, nicht? Glutexo, mach deine Flamme mal bitte bereit, ja? Falls wir Ärger kriegen. Hier ist niemand. Ich kann... okay, ich kann... Ja, nee, nicht wirklich. Irgendwie stehe ich im Eimer drin und irgendwie doch nicht. Ist grafisch ein bisschen komisch. Was haben wir hier? Fernseher, uninteressant. Schade. Was haben wir hier? Bärenladen. Oh, hallo. Hallo. Ich bin für mein Leben gern Gärtnerin. Die Bärenzucht ist ein äußerst spannendes Hobby. Das glaube ich eher nicht. Bla 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 bla. Ja, ja, Bären sind toll. Oh, Bärensaft, danke. Was kann ich denn hier für Bären kaufen? Ich bin der Bärenverkäufer. Ja, deswegen verkaufe ich Bären. Weißt du, weil ich der Bärenverkäufer bin? Okay, sein Sortiment ist riesig. Tatsächlich. Ich hol mir mal eine Amrena-Biere. Ne, zwei. Marlon-Biere nehme ich auch zwei mit. Ich habe kaum Geld. Ja, komm, es muss reichen. Ich habe bestimmt auch keine Pokebälle mehr, verdammt. Lass mal sehen. Ich habe so viele Shinies gefangen. Drei. Ein Superball und ein Hyperball. Super. Oh Gott, ich muss einen Arena-Kampf machen, unbedingt. Sylvania wurde in einer Lichtung des Sylvania-Waldes von den Erkundern dieser Region erreicht. Im Wald selbst haben sie auch einen Schrein gebaut, um den darin wohnenden Zeit-Pokémon zu huldigen. Zeit-Pokémon? Okay, Celebi. Was mit dir? Ich bin hier gekommen, um die Waldluft zu genießen. Anordnung meines Hausarztes, ja, ja. Geht's hier wieder weiter? Tatsache. What? Was die Revolutionsbewegung fordert, Freiheit und ein Ende der Korruption. Keine schlechten Forderungen, wenn man bedenkt, wie sich die Welt entwickelt hat. What?
Dieser Wald ist sehr komisch aufgebaut, aber ich denke, ich möchte erstmal in die Arena gehen. War ich im Pokémon Center? Ja, war ich. Okay, sehen wir uns mal nicht die Liga an. Aber das Dach sieht irgendwie komisch. Ja, cool und komisch. Ja, coolisch. aus. Sprechen wir noch mit dir hier. Der und die Agentin soll äußerst bescheiden sein. Niemand weiß, wer oder sie ist. Ja, da komme ich nicht weiter. Steht hier, Savannawald. Okay, dann haben wir wieder nur einen Weg. Das ist in Ordnung. Und gehen weiter. Was sagst du? Vor einiger Zeit gab es große Aufruhr in Tito, als ein junges Trainertalent den Champion entthront hat. Niemand weiß recht, wo der besiegte Champion geblieben ist. Interessiert mich, glaube ich, auch nicht. Felsige Ödnis. Was? Oh, Lars. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich dich gesprochen habe, egal. Oh, Johnny, du machst dich wohl. Auch auf den Weg nach Cascada, sei gewarnt, die Wüste im Osten ist tückisch. Aber ich habe bereits meinen zweiten Arena-Orden errungen. Für mich wird das ein Kinderspiel werden. Wie sieht es um deine Pokémon? Hä? Kannst du mir immer noch entgegentreten? Wir versuchen es einfach. Du hast drei Pokémon. Sollte machbar sein. Okay, du hast einen Shilock, Level 20, das ist gut. Ja, okay. Okay, sollten wir hinkriegen. Aquavelle. Ja, eventuell bekomme ich eine Verwirrung zustande. Natürlich nicht. Au, das... Wow, Überreste hast du auch noch. Ja, leck mich. Erstmal Konfusstrahl. Okay, dann wechseln wir aus, würde ich sagen. Komm schon, greif dich selber an. Na, perfekt. Ja, der Schaden ist nicht so großartig. Aber warum haben die Gegner solche krassen Items? Was mache ich da? Liegt es wirklich daran, dass ich hier auf schwer spiele oder ich weiß nicht mehr was? Vermutlich ja. Das war halt echt ein Fehler. Au, lass das jetzt mal. So, Rasierblatt. Und Bams. Sollte wehtun, oder? What the fuck? Es macht so gut wie... Ja gut, es macht guten Schaden, aber sehr wenig. Und ey, komm. Natürlich dagegen auch nie verwehrt. Aber wir haben Glück. Mehikel übersteht den Angriff. Und kann nun punkten. Das Spiel ist halt echt nicht leicht. Nee, du spielst es auch auf schwer, du Vollidiot. Ja, weiß ich. Sehr gut, Mensch. Trotzdem. Was? Stichschal? Ah, das ist Pflanzenvieh, nicht wahr? Okay, Glutexo, dein Auftritt. Dein Auftritt. Gott, wie siehst du denn aus? Glut! Ja, macht keinen Schaden, ist klar. Toll. Toll. Ich hätte vielleicht auch mal meine Beeren, shit. Ich hätte meine Beeren vielleicht auch mal verwenden sollen. Komm schon. Danke. Ja, wenn das Vieh nur sein, sagt mir. Seinen Angriffswert steigern lässt. Was laber ich da? Seine normale Verteidigung. So, jetzt stimmt es. Die wurde jetzt zweimal geboostet, aber ich greife ja speziell an. Und Naturkraft wurde zu Stachelspur, das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Ah, komm schon. Das Vieh kann nix. So, tot. Gut gemacht, Glutexo. Dann haben wir... Du hast einen Dratini, ernsthaft. Aber Dratini kann eigentlich nicht allzu viele coole Attacken. Moment mal, wir haben gesagt, Fee existiert hier bereits, ja. Dann werde ich mal mit Kirlia angreifen. Ja, allgemein theoretisch, Dratini kann nicht so viele coole Attacken eigentlich von Haus aus. Aber in diesem Spiel ist alles möglich. Ja gut, Donnerwelle, das weiß ich. Das weiß ich. Du hast natürlich auch Überreste. Ha! Habt ihr es gesehen? Das Vieh beherrscht Drachenwut. Greif doch jetzt bitte an. Danke, Kirlia. Ja. Ja, Drachenwut hat zum Glück keine Wirkung. Stellt euch das vor. Alle meine Pokémon würden mindestens getwohittet werden. Zum Glück haben wir Kirlia. Oh mein Gott. Du bist ein verfluchter Glückspilz. Meine Arena-Orden spektieren mich. Gib mir jetzt dein Geld, du Idiot. Reines Glück. Du kannst im Grunde kein besserer Trainer sein als ich, denn ich besitze mehr Arena-Orden als du. Punkt. Nicht weniger hast du ein bisschen können bewiesen. Das hier sollte dir helfen. No, okay.
versteckte Items. Du musst ihn dafür nicht einmal aktiv verwenden. Aha. Okay. Wie dem auch sei, ich muss mich auf den Weg machen. Wir sehen uns. Tschüss, ja. Okay. Okay. Bevor wir aber Schluss machen, möchte ich natürlich noch einmal einen Wundertausch machen. Was war das nochmal? Ach so, ja. Ich muss mich erst wieder in das Spiel reinfinden. So, ja, ich möchte den Wundertausch machen. Tschüss, Kamux. Hat Spaß gemacht. Und wir bekommen dafür ein... bisschen mit der Speed-Taste arbeiten. Ein... Perlu. Yay, klasse. Wunderbar. Vielleicht trägt es ja ein Item. Nee, tut es nicht. Und es ist Level 5. Ja, ist jetzt nicht unbedingt so interessant. Deswegen würde ich sagen, Leute, das war es erstmal für heute mit Pokémon Violett. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!